komm rein, mein Junge, komm. Warum nennst du mich immer mein Junge? Ich bin doch klein. Guten Abend, hallo? Möchtest du etwas essen vielleicht? Guten Abend, ich will nicht essen. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Ich will einfach nicht. Lass mich in Ruhe. Okay, tschüss. Oh, diese Teenager sind so frech. Mein Junge, ich hab die Nase voll. Ich setz mich hin. Gönne auf diesem Stuhl. Ich hab die Schule satt. Jeden Tag Schule, Schule. Wer hat sich das ausgedacht? Dass es einfach notwendig ist, so viele Stunden in der Schule zu verbringen. Einfach blöd. Ich will spielen. Ich bin ein Teenager und ich will einfach spielen. Niemand wird mich aufhalten, Leute. Wozu brauche ich Schule, wenn ich Minecraft hab? Mein Junge, was ist das für ein Chaos in deinem Zimmer? Ich hab dir doch gesagt, du sollst zuerst dein Zimmer aufräumen und dann deinen Unsinn spielen. Mama, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du anklopfen musst, wenn du in mein Zimmer kommen willst? Klopfen! Ich bin deine Mutter. Ich will doch nur, dass es dir gut geht. Ich versuche, dass du zu einem guten Menschen in dieser Gesellschaft heranwächst. Hey Mama, du langweilst mich jetzt schon. Komm raus aus meinem Zimmer. Ich will in Ruhe spielen. Naja, okay. Na, Freunde, endlich kann ich in Ruhe spielen. Yeah. Hallo, mein Junge. Hallo, Mutti. Wie war dein Tag in der Schule? Richtig gut. Ich freue mich so für dich. Ich habe auch noch 4 Hausaufgaben. Aber das schaffst du schon. Du bist der beste Schüler. Ja, das stimmt. Ich bin der Klügste. Gut gemacht. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Okay, okay, geh. Was für einen guten Sohn ich habe. Ah, was für ein schöner Tag. Und wie sauber mein Zimmer ist. Ich lege meinen Rucksack zurück. Und leg mich ein bisschen hin. Mein Junge, ich hab dir was zu essen aufgewärmt. Oh, wie sauber ist denn dein Zimmer? Gut gemacht, mein bester Sohn. Oh, danke, Mutter. Ich bin so hungrig. Ich komm gleich zum Essen. Mama, ich geh jetzt. Tschüss. Wohin gehst du so spät am Abend? Siehst du das nicht? Ich geh spazieren, Mann. Du gehst um 9 Uhr abends spazieren. Es ist spät. Geh sofort auf dein Zimmer. Mama, ich verspäte mich schon. Du verspätest dich? Mit wem gehst du aus? Ich verstehe es nicht. Mit Kostja und Jura. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mit ihnen keine Zeit verbringen. Die sind eine sehr schlechte Gesellschaft. Und ich hab dir schon gesagt, dass sie meine Familie sind. Sie sind wie meine Brüder für mich. Ich liebe sie. Wir gehen mit ihnen raus. Ja. Wenn du jetzt die Tür hinausgehst, kommst du nie wieder nach Hause. Hast du mich verstanden? Mutti, ich bin so verzeihung. Entschuldige mich. Ah, egal, Mama. Komm schon, tschüss. Ich werde einfach abhauen und nicht auf dich hören. Ich gehe spazieren und wir sehen uns um 3 oder 4 morgens. Geh und verschwinde, ich will dich nie wiedersehen. Leute, ich hoffe, ihr hört auf eure Mütter. Schreibt mir das in den Kommentaren. Ihr seid nicht so wie er, oder? Mutti, ich gehe spazieren. Spazieren, ja? Wie sehe ich aus, Mutti? Du siehst wunderschön aus, mein Junge. Mit wem gehst du aus? Ich gehe zusammen mit Jan und Friedrich. Schön für dich, mein Junge. Das sind gute Jungs. Hast du Geld oder soll ich dir was geben? Wenn es möglich ist, gib mir bitte 10 Euro. Natürlich, mein Sohn. Natürlich gebe ich dir Dankeschön. Was. Dankeschön. Ja, sehr gut. Bitte sehr, mein Kleiner. Aber ich möchte dich etwas bitten. Ja, ich hör zu. Ich möchte, dass du um 9 Uhr zu Hause bist, okay? Ich werde um 8 zurück sein. Mach dir keine Sorgen. Ausgezeichnet, mein Junge. Viel Spaß. So ein gutes Kind. So ein gutes Kind. Hallihallo, meine liebe Mutti. Hallo, mein Kleiner. Hast du heute dein Zeugnis bekommen? Mama, eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die Noten sind dies Jahr besser. Wirklich. Lass mich mal sehen. Gib mal her. Ja, wirklich. Machst du etwa Witze? Du bist in 3 Fächern schlechter geworden. Naja, Mama, das ist nicht so schlimm, egal. Ich bleib noch einmal ins 2. Was heißt hier, das ist nicht schlimm, mein Sohn? Was meinst du damit? Du bist schon 5-mal sitzen geblieben. Denk optimistisch. Jedes Jahr, wenn ich ein Jahr wiederhole, werde ich klüger und klüger. Ich bin älter als meine Klassenkameraden. Das heißt, ich bin klüger. Auch wenn du 20-mal sitzen bleibst, wirst du am Ende nur der Dümmste in der Klasse sein. Also gut, geh jetzt, ja, geh jetzt, geh immer, Mutti. Du unterstützt mich nie. Und du sagst nie, dass ich ein guter Junge bin. Und deshalb bin ich so schlecht. Und Schluss! Gib her! Die Papiere! Oh. Mutti, ich hab mein Zeugnis bekommen! Lass mich mal sehen, was du hier hast. Es ist toll! Ich hab fast nur 1 und auch eine 2! Das ist okay, mein Sohn. Du bist immer noch der Beste. Such dir aus, wohin wir mit dir gehen. Ich kauf dir alles, was du willst. Gut gemacht. Nein, ich will gar nichts. Ich will nur studieren und in der Zukunft Wissenschaftler werden. Sehr gut, mein Sohn. Ich bin so stolz auf ihn. Ich habe eine verrückte Challenge für euch. Der coolste von euch wird in 5 Sekunden den Kanal abonnieren. Und wenn er es nicht tut, ist er einfach ein Noob. Ihr habt also 5 Sekunden Zeit. 1, 2, abonniert. 3 und dann 4 und 5. Wenn ihr abonniert habt, seid ihr cool. Aber wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, weil ihr keine Zeit hattet, dann ist es okay. Abonniert jetzt. Komm. Oh mein Gott.
Mein Sohn, siehst du nicht, dass ich es nicht schaffe? Komm, hilf mir. Na Mama, siehst du denn nicht, dass ich mir GL Show anschaue? Mann, wie kann ich dir helfen? Es ist mir egal, dass du gerade GL Show anschaust. Komm, hilf mir. Mama, wenn das Video zu Ende ist, werde ich dir helfen. Und das Video wird in 20 Minuten zu Ende sein, okay? Komm, warte ein bisschen. Ich hab gesagt, du sollst sofort kommen! Komm schon, warum schreist du so? Na gut, Mann, ich komme, ich komme. Du lässt mir keine Wahl, Mann, die Videos anschauen. Odyssey, mein Sohn, komm mal bitte her. Ich brauche deine Hilfe. Ja, Mutti, sag mir, was möchtest du denn? Ich möchte, dass du die Kissen ordentlich auf das Sofa legst. Ich habe hier nämlich eine Menge andere Dinge zu tun. Natürlich, Mutti. Danke, mein Junge. Vielen Dank. Perfekt. Ich bin schwach. Wie immer muss ich meine Kappe aufsetzen. Ich gehe das Gesicht waschen. Ich werde mir die Zähne putzen, ja, komm mal auf. Kaputz. Ah, guten Morgen. Oh, ich bin cool. Ah, guten Morgen, Mama. Bist du bereit für die Schule? Nein, Mama, ich bin überhaupt nicht bereit für die Schule. Mir gefällt's dort nicht. Du weißt es doch schon, Mann. Okay, wie immer. Hier, nimm dir ein paar Äpfel mit in die Schule und du kannst losgehen. Was soll ich mit den Äpfeln machen? Ich hasse keine Äpfel. Gib mir etwas Kohle oder so. Okay, wie viel brauchst du denn? 20 Euro. Ich werde für Jurka, Kostik, Anka und Oleg etwas kaufen. Okay, wie du willst. Hier, nimm 10 Euro. Das ist eh schon zu viel für dich. Ah, Mann, und diesmal kann ich wieder niemanden anladen. Egal, Mann. Tschüss. Komm schon, geh. Geh, geh. Ich bin wach. Wo sind meine Brille? Ha? Gar nicht sehen. Ich glaube, es ist kaputt. Oh, gut. So, ich mache mein Bett. Ja, gut. Jetzt gehe ich ins Bad, wasche mir das Gesicht und putze mir die Zähne, Leute. Genau. Gut, ich putze meine Zähne. Oh, oh toll. Und so, damit die Zähne weißt du. Zeit für die Schule. Guten Morgen, Mutti. Guten Morgen, mein Sohn. Wie hast du geschlafen? Danke, ich habe gut geschlafen. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag in der Schule. Hier hast du ein bisschen Geld. Oh, toll. Vielen Dank. Na, los, los, geh schon. Schönen Tag. Ja, ich gehe meinen Rucksack holen. Mach's gut, mein Sohn. Ja, komm schon, komm schon, komm. Komm, los. Oh, Mann, oh, mein Alter. Was machst du denn hier, mein Sohn, zu dieser Stunde? Bist du noch wach? Es ist 12 Uhr, du musst morgen in die Schule. Na, Mama, noch eine Runde, nur noch ein bisschen, Mann. Komm schon, bitte, bitte eine Runde. Ich hab dir vor 2 Stunden gesagt, du sollst verdammt ins Bett gehen. Aber Mama, du drängst mich immer, du schimpfst immer mit mir und lass mich das Spiel nicht zu Ende spielen. Was soll das? Ich gehe jetzt gleich einfach ins Bett, Mann. Wow, so ein cooles Video. Oh, es ist schon 9 Uhr. Wie konnte ich das übersehen? Ich gehe jetzt ins Bett. Ist schon gut, mein Sohn. Du kannst noch ein bisschen länger aufbleiben. Doch, doch. Ich muss ins Bett gehen, denn ich bin es gewohnt, früh ins Bett zu gehen. Natürlich, mein Kleiner, wie du willst. Gute Nacht. Gute Nacht. Hey, ja, ja. Hör mal, mein Junge, vielleicht ist es Zeit, deine Hausaufgaben zu machen. Zunächst einmal bin ich kein kleiner Junge. Und kannst du nicht sehen, dass ich gerade GL Show spiele hier, ja, Mann? Es ist mir egal, was du da machst. Schule ist viel wichtiger. Es ist das beste Spiel der Welt. Es ist GL Show Jet Adventure. Das ist mir egal. Das ist unmöglich. Ich glaub dir nicht. Ich bring deinen Rucksack und wir schauen zusammen nach. Okay, ich hol ihn dir, ich hol ihn dir. Freunde, das beste Spiel der Welt ist GL Show Jet Adventure. Ladet es runter. Bitteschön, hier, Mama. Zeig mal. Okay, das ist nicht. Das auch jetzt nicht. Warte, ich werde es jetzt suchen. Okay, das auch nicht. Ist das alles? Ja, das vielleicht. Okay, Arbeitshefte. Okay, schauen wir uns das hier an. Vielleicht das da? Ja, das ist Englisch, sehe ich. Ich habe alles gemacht. Alle Seiten sind leer. Das Heft ist wie neu. Wie hast du deine Hausaufgaben gemacht? Also, hör zu. Du wirst den ganzen Tag in deinem Zimmer sitzen, ohne Computer, ohne Handy, ohne andere Geräte. Und wenn du nicht alle Hausaufgaben machst, die du machen sollst, dann kriegst du deine Geräte nie wieder zurück. Mama, bist du verrückt? Bist du verrückt, Anka? Ja, nimm das alles sofort und geh auf dein Zimmer. Komm schon, jetzt geh. Mach deine Hausaufgaben. Ja, los, los. Ich werde mich wirklich beschweren. Jetzt geh schon. Mutti, Mutti, ich habe eine Frage. Ich habe hier ein Problem und ich weiß nicht, wie ich es lösen kann. Natürlich, mein Sohn. Ich werde dir helfen. Lass mich mal sehen. Also. Ich schaffe es nicht. Okay, gut. Lass mich mal nachsehen. Later. So, jetzt haben wir alles gelöst, oder? Brauchst du noch Hilfe? Ja, ja, das ist richtig. Du hast alles gelöst. Ja, Mutti, vielen Dank. Dankeschön, mein Junge. Das war unser Video, Freunde. Seid höflich und gute Kinder, auf jeden Fall. Und hört euren Eltern zu. Hört auf sie und seid nicht so wie ich in diesem Video, okay? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf Like. Abonniert den Kanal. Klickt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und bis bald.